Und da sind wir dann jetzt auch schon. Philipp Weidinger und Erik Töpel. Und natürlich für Erik mittlerweile ein wohlbekanntes Terrain. Er war letztes Jahr schon in den Top 8. Witzigerweise da ja auch mit der Rika-Strategie. Aber mittlerweile hat er ein neues Favorite Deck, ein neues Lieblingsdeck gefunden, kann man sagen. Denn über die letzten Monate auf Regionals und so weiter und so fort hat man ihn eigentlich immer mit Branded-Karten in der Hand gesehen. Und dieses Deck ist auf einmal auch wieder voll im Sichtfeld. Was so Spieler mit diesem Deck anstellen können, ist wirklich unglaublich. Du hast so ein flexibles Main-Deck. Wir haben es schon öfter gesagt, so aus Spaß habe ich mal gesagt, sind 720 verschiedene One-Offs in dem Deck. Und das geht auch langsam in die Richtung. Du hast deinen harten Kern, ja, drei markierte Fusionen, du hast die Branded Openings, du hast deine Aluba, die gar nicht so oft gesehen werden tatsächlich. Aber du willst eigentlich, der harte Kern versucht dir, die markierte Fusion zu bringen. Alles andere sind wirklich einfache Ressourcen. Die Karten situativ könnt ihr dir auch so ein paar Fusion aufs Feld zaubern, aktivieren, sonst was. Aber und vor allem im Endeffekt, die markierten Decks, die übernehmen ja hier gerade so ein bisschen. Ne? Wirklich, die sind unfassbar stark. Wirklich dabei. Wir sehen natürlich Dinkabui mit seiner Chimären-Variante. Wir sehen Erik mit der markierten Variante pur. Und wir haben ja auch noch Dimitar dabei. Das heißt, insgesamt drei Decks, die markierten Karten benutzen, sind noch im Rennen hier um den Titel in den Top 8. Und unsere Spieler sind jetzt auch bereit. Von daher jetzt wirklich los geht's mit den Top 8 zwischen Philipp und Erik. So, jetzt wirklich, jetzt erst recht, die Spieler sind ready. Gab noch kleine Kopfhörerprobleme, aber die sollten jetzt behoben sein. Schlangenauge gegen markiert. Das haben wir dieses Wochenende, glaube ich, erst einmal gesehen, dieses spezielle Matchup. Und das war ziemlich, ziemlich spannend. Absolut. Definitiv. Wir sehen auch beide Spieler, sowohl Philipp als auch Erik, haben sich auch mehr so oder weniger reingesneakt in die Top 64, denn sie haben beide in Swiss schon drei Niederlagen erleiden müssen. Das heißt, sie sind wahrscheinlich gerade irgendwie so um den 60. Platz da gerade noch so reinbekommen. Waren wahrscheinlich dankbar dafür, dass wir 12 Runden Swiss und eben dann auch noch die Top 64 gespielt haben und sind jetzt immer noch dabei, immer noch im Rennen um den Titel. Erik, wie gesagt, natürlich im Dragon Duel sich vielfach erprobt als deutscher Meister dort. Aber der deutsche Meistertitel bei den Großen, bei dem Yu-Gi-Oh! TCG fehlt ihm eben noch. Und Philipp aber ist der hier anfangen darf. Aber dazu muss man auch sagen, dieser Meisterschaftstitel, der fehlt ja wirklich einigen. Den kann sich halt nur einer pro Jahr holen. Und demnach ist das wirklich sehr, sehr begehrt hier. Nur YCS kannst du immer gewinnen, weißt du? Ja, tatsächlich ist es ja wirklich so. Es gibt ja eigentlich pro Jahr mehr YCSs, als dass es die deutsche Meisterschaft gibt. Von daher wirklich schwieriger, diese zu holen. Und da muss man es ja nochmal umso mehr hervorheben, wie der Dinkabui derzeit auch auf dem Weg zur Titelverteidigung ist. Es ist ja fast quasi unmöglich, das zu schaffen, aber er könnte es schaffen. Auf der anderen Seite haben wir aber hier Philipp und Erik, die mit genauso großen Chancen jetzt hier dabei sind, und Philipp legt los. Und ich fand witzig in seinem Interview mit Maria vorhin, er meinte, die letzten Male, als er in den Top 8 interviewt wurde auf mehreren YCSs, hat er immer gesagt, ja, ich hole das Ding, ich gewinne das Ding, und jedes einzelne Mal ist er direkt in den Top 8 rausgeflogen. Von daher versucht er jetzt hier, diesen persönlichen Fluch bei ihm so ein bisschen hinter sich zu lassen und zu überwinden. Philipp ist auch einer von diesen Spielern, die immer am besten Metadeck sitzen, hat auch immer die richtigen Informationen, also weiß auch genau, was er wann spielen sollte. Und er ist nicht der auffälligste Spieler, gerade deshalb, weil er so viele Metadecks spielt, aber man sieht ihn doch schon echt in super vielen Topcuts. Vor allem in der deutschen Meisterschaft ist er eigentlich standardmäßig bei der Top 8 dabei, hat er ja auch im Interview gesagt. Genau so ist es. Und ich muss auch sagen, ein weiteres Deck, was auch ja in der Übersicht da bei uns zu sehen war, was durchaus häufig getoppt hat, was auch in den Top 16 noch mehrfach vertreten war, jetzt aber in den Top 8 gar nicht mehr dabei ist, die Tenpai-Drachen. Die können also nicht mehr die Titel sich holen. Gar kein Tenpai-Spieler mehr dabei, ganz richtig. Oh, das Deck hat wirklich eine lange Zeit richtig stark mitgemacht, gut durchgehalten, waren ja auch 12 im Topcut dabei. Das ist schon eine ziemlich große Zahl, das zweitmeist repräsentierte Deck. Das ist dann natürlich sehr hart, dass es ganz stark abgefallen ist. Und jetzt Normalbeschwörung der Eiche. Und das schon abgesichert durch die Apollusa da auf dem Feld. Wir wissen natürlich, große Absicherung bedarf es in unserem eigenen Zug gegen ein markiertes Deck nicht, da sowieso keine Handinteraktionen zu erwarten sind. Trotzdem ist es natürlich ein gutes Gefühl, auch schon in den gegnerischen Zug zu starten mit dieser Apollusa, die da schon auf dem Feld ist, weil manchmal eben hat man nur im gegnerischen Zug die Apollusa beschworen. Das kann aber problematisch sein, wenn da zum Beispiel schon ein verbotener Tropfen direkt auf die IP-Maskerina benutzt wird. Ganz genau. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie unterhalb dieser Apollusa in der Pain-Monster-Zone eine IP gebaut wird. Jetzt bauen wir das Feld mal ein bisschen anders auf. Normalerweise sieht man die IP-Maskerina öfter in der Extra-Monster-Zone, aber ist ja auch komplett Wurst eigentlich.
Und Philipp ist es auch Wurst, der kennt hier seine Combo-Varianten ganz genau. Und eine Besonderheit in seinem Extra-Deck, muss ich sagen, die mich wirklich ein bisschen überrascht hat, als ich sie gesehen habe, weil das Extra-Deck schon auf jeden Fall vom Platz her relativ eng werden kann. Er hat sich dafür entschieden, zweimal die SP-Kleine Ritterin zu spielen. Ja. Und das ist wirklich eine Besonderheit, die ihm hier vielleicht den Unterschied bereiten könnte an diesem Wochenende. Oder es kann ein flexibler Spot sein, den man halt nicht hat. Ne? Es ist eine Karte zweimal zu spielen, weil sie gerade so gut ist, hat ja auch seine Nachteile. Nämlich ist es immer dieses Platzproblem. Wir haben es schon öfter gesehen, vor allem beim Schlangenauge-Deck dieses Wochenende. Da ist wieder ein Topf des Wohlstands. Und das hat schon manchen Schlangenaugenspielern dieses Wochenende was gekostet. Aber natürlich kann man sich dann auch sofort entscheiden, eine SP-Kleine Ritterin zu verbannen, wenn man eh zwei hat. Ja, aber das ist hier irgendwie so ein bisschen die neue Variante und du hast es angesprochen, Philipp, sehr, sehr gut vernetzt, immer mit den neuesten Technologien im Format eigentlich ausgestattet, hat er gute Freunde, die mit ihm zusammen seine Decks bauen und er hat sich tatsächlich auch dafür entschieden, den Kauz und Schlossvogel im Main Deck zu spielen und wenn man sich die restlichen Decks, die noch im Turnier sind, anguckt, dann kann das nicht verkehrt sein, weil das ist sowohl gegen die markierten Decks als auch gegen das Rika-Deck als auch gegen die Chimären-Decks ziemlich gut. Und der Hope Harbinger, die Nummer 38, ist wirklich auch ein ziemliches Brett gegen die Markiert-Strategie. Also noch so quasi eine gratis Zauberannullierung dabei zu haben, die sogar den Zauber aus dem Friedhof nimmt. Das ist auch noch relevant. Also wir haben ja schon oft gesehen, dass Fusionsduplizierung aktiviert wurde und die markierte Fusion aus dem Friedhof genommen hat. Die würde aber, wenn 38 sie annulliert, attached werden. Oh, und da kommt erstmal mit dem Gefallenen von Albers. Der wirft eine weitere Kopie der Karte ab. Das klingt erstmal nach einem einfachen Apollosa-Negate, aber ist es denn auch so einfach? Und der Flamberge möchte jetzt die IP-Maskerena holen, gar nicht mal der Tempel. Okay, wir machen da wirklich kurzen Prozess. Philipp sagt sofort, ich möchte nicht, dass dieser Gefallene von Albers auf dem Feld ist. Da ist nämlich sonst die Möglichkeit, Alba Lenatus zu beschwören, indem man den Hope Harbinger weglegt. Stimmt, das hat der Philipp gerochen. Der weiß natürlich, wie der Hase läuft. Der ist erprobt, der hat hier viele Spiele an diesem Wochenende vielleicht auch schon gegen das auf einmal wieder erstarkte Markiert-Deck gespielt und sofort nutzt er da einen seiner beiden kleinen Ritter im Extra-Deck. Und da bin ich auch ehrlich mit dir, das war trotzdem bockstark von Erik, denn er hat damit die IP und den Banish-Effekt von SP rausbekommen, den Summon-Effekt und einen Apollosa-Negate. Also das ist ja schon mal die halbe Miete. Aber der zweite Apollosa-Negate wird auch noch ziemlich wichtig sein, denn die Nummer 38 hat nicht nur den Effekt, dass man Zauber annullieren kann. Redirect Attack ist auch mit auf der Karte und jetzt wird erstmal Cartesia beschworen, da ist nämlich ein Albers im Friedhof. Genau so ist es. Der hat trotzdem, dadurch, dass er abgeworfen wurde, seinen Weg dorthin geschafft. Und Blazing Cartesia, dadurch, dass sie jetzt spezial beschworen wurde. Und wir haben das erlaubt, interessanterweise. Philipp hat gar nicht lange darüber nachgedacht, ob er den Effekt vielleicht in der Hand annullieren möchte. Weil die Cartesia, die wäre da ja in der Hand geblieben, fairerweise. Denn normal beschworen wurde ja schon. Jetzt wird aber erstmal der Effekt der Prometanischen Prinzessin aktiviert von Philipp. Das heißt, Cartesia soll trotzdem das Feld wieder verlassen. Darauf wird reagiert mit Cartesia. Und es wird zusammengeschoben. Philipp Weidiger, nachdem er sonst immer in den Top 8 scheitern musste, ist jetzt einen Schritt auf dem Weg in die Top 4 hier. Ja, nehmen wir das jetzt mal noch nicht so weg. Ja, vorweg. Also der hat das erste Spiel gewonnen. Das ist schon sehr wichtig. Wir haben sehr viel gesehen, was das markiert Deck anfangen kann, wenn es going first ist. Ja, es kann sofort ein Spiel beenden und dann hat man immer noch Game 3. Es kann immer noch sehr gut durchkommen, going second. Aber jetzt haben wir auch mal gesehen, was passiert, wenn du halt nicht genau die richtigen Karten ziehst mit dem Markierdeck. Denn so ein Standardfeld, das Schlangenauge hinlegen kann, das kann dich schon mal ein Spiel kosten. Das ist wirklich unfassbar stark, vor allem mit dieser Nummer 38, die wir tatsächlich dieses Wochenende kaum gesehen haben. In der Tat, ja. Und Erik wollte wirklich sicherstellen, dass der Gefallene von Albers in den Friedhof kommt, damit er die Cartesia beschwören kann. Weil ansonsten wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit gewesen, dass er den einfach setzt. Und ehrlicherweise wissen wir, dass wenn, wie wir ja gesehen haben, Philipp das auf dem Schirm hat, dass der wahrscheinlich auch ein verdecktes Monster sofort mit der kleinen Ritterin verbannt hätte. Weil sonst kommt der Alba Lenatus ja wirklich direkt um die Ecke. Und ich erinnere mich noch an die alten Tage, wo Dragon Link noch populärer war. Wo wirklich die markierten Spieler einfach in ein volles Drachenfeld mit Moral End Dragon und Savage Dragon und so weiter und so fort einfach ein Monster gesetzt haben und das Ganze dann komplett kontaktfusioniert haben. Das war wirklich verrückt. So eine Interaktion eröffnet ganz neue Möglichkeiten für das Deck, denn angenommen, eure Hand ist wirklich schlecht, ihr habt aber Talents und Thrust und ihr habt sonst nichts zu spielen, dann setzt ihr mal eine Ash Blossom und guckt, dass euer Gegenspieler merkt, so hey, ich glaube, ich muss da einen Fallen auf Albers verbannen mit meiner SP-Kleinen Ritterin. Und auf einmal habt ihr da Talents, dann habt ihr da Thrust und dann könnt ihr vielleicht sogar spielen, obwohl eure Hand das eigentlich nicht hergegeben hat. Absolut, wir haben es ja auch schon gesehen, genauso in einem vorherigen Feature-Match. War das der gute Viktor Jordanov? Ich glaube, der war es gewesen, der das da in der Form gezeigt hat uns. Und auch der hat ja den Top-Cut erreicht, ist jetzt mittlerweile nicht mehr im Turnier.
aber sollte dadurch möglicherweise tatsächlich genug World Championship Qualifier Punkte gesammelt haben. Das heißt, wir sehen den vielleicht dann in ein paar Wochen schon auf der Europameisterschaft dann am Freitag eben in diesem Punkte-Playoff, was dort ansteht. In ein paar Wochen schon, ich kann es auch kaum erwarten. Aber erstmal wollen wir jetzt hier die deutsche Meisterschaft angucken. Wir wollen erstmal schauen, Top 8. Es sind wirklich nur noch 8 Spieler von diesen über 2100 im Turnier geblieben. Das sind die 8 besten Spieler der deutschen Meisterschaft. Genau so ist es. Und soll ich dir sagen, was ist die Hälfte von 8? Vielleicht weißt du es auch. 4. Und das ist auch die Anzahl der verbleibenden Schlangenaugendecks. Denn die haben mittlerweile die Prozentzahl ein bisschen hochgeschraubt. Es wird das Tempo angezogen, jetzt wo es um die Wurst geht so langsam. Das heißt, 50% der Spieler im Turnierfeld jetzt mittlerweile mit den Schlangenaugenkarten unterwegs. Aber auf der anderen Seite sind eben ganz viele Fusionsdecks auf einmal unterwegs. Ja. Da sind die markierten Decks. Da ist sogar das Rika-Deck, was ja, wie du vorhin gesagt hast, auch jetzt mittlerweile eine Fusion hat. Und von daher sind da jede Menge Möglichkeiten, noch das Schlangenaugendeck zu stoppen. Kann jetzt auch Erik das Schlangenaugendeck stoppen? Er wird anfangen hier diesen zweiten Spiel des Top 8 Matches gegen Philipp. Und wir haben natürlich schon einige Schlangenaugendecks gesehen dieses Wochenende, aber man merkt auch nochmal, dass es ein bisschen was anders ist, wenn ein Spieler wie ein Philipp Weidinger dieses Deck pilotiert, denn dann wird auf einmal jede Entscheidung mit dem eigenen Feld auf gegnerische Angriffe zu reagieren. Aber perfekt. Erik setzt eine Karte, ist das wirklich fast in seinen eigenen Stuhl versunken, eine weitere Karte und es geht rüber zu Philipp und der mit vollem Mut zieht er da seine Karte vor Turn und kann jetzt hier in wirklich wenig reinspielen und fängt der an mit einem schon so ein bisschen in sich rein, muss ich sagen. Also der hat da gerade schon ein bisschen geschmunzelt. Jetzt aber nicht hochmütig werden, Philipp. Das könnte dein Niedergang sein in diesem Turnier. Aber erstmal schaut das so aus, als ob man hier mit einer soliden Leistung. Wir suchen uns direkt Pappel und Spezialbeschwören in den Reihen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ist wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass wir sogar die Esche auf der Hand Esche haben. Oder auch die Eiche auf der Hand haben, würde ich sagen. Aber ja, das Eiche, klingt eher nach Eiche, muss ich sagen. Ja, beide Möglichkeiten auf jeden Fall gegeben. Auch natürlich ein Weg, um so ein bisschen um Kauz und Schlossvogel rumzuspielen. Aber das ist so eine Karte, die würde ich jetzt gerade vom markierten Deck nicht unbedingt erwarten. Aber Philipp kann jetzt hier ganz entspannt weitermachen, überlegt aber sicherheitshalber nochmal ganz genau, wie er es angehen möchte. Ich sehe sogar die Eiche, glaube ich. Ja, die kann man da vielleicht sogar ein bisschen erkennen. Ich habe ein bisschen was Grünliches gesehen und einen Stern, ein Level. Deshalb könnte das, glaube ich, sein. Da sind noch einige andere Karten, mit denen Philipp hier durch dieses große, beeindruckende Feld spielen kann, ja? Schlangenaugen, Diabelstar ist jetzt auch schon wieder in der Zauber- und Fallenzone. Der Mann weiß, was er tut und wir haben tatsächlich schon Original Sinful Spoils auch parat, um sie sofort wieder auf den Friedhof zu legen. Und jetzt ist das wahrscheinlich der Moment, wo wir dann eben auch an unsere Esche kommen, die natürlich das Herzstück des gesamten Decks ist. Und auch das ist in Ordnung. Was sind die Karten, die Erik da bereithält? Eine Karte, die natürlich in einem Fusionsdeck nicht fehlen kann und hier vielleicht eine Möglichkeit ist, für Erik im Spiel zu bleiben. Genau die. Aber die, da muss man sich auch fragen, wann benutzt man die? Weil häufig willst du die eigentlich so schnell, wie es nur irgendwie geht, benutzen und da vielleicht jetzt sogar schon hier, wenn zwei Monster da sind, die du dafür benutzen könntest. Oh, das sieht sogar fast danach aus. Erik, überleg, das ist das Buch der Verfinsterung. Das ist ein riskantes Play. Philipp könnte eine Aschenblüte haben, die könnte man darauf abschmeißen, denn der Effekt beinhaltet auch Karten zu ziehen in der Endphase. Aber Erik gibt damit quasi absolut den Kartenvorteil auf und sagt, wenn das hier meine Möglichkeit ist, deinen Zug zu stoppen, dann kriegst du nochmal zwei Karten in der Endphase. Da könnte noch eine Aschenblüte drin sein. Philipp hat natürlich die Möglichkeit weiterzuspielen, sollte da noch irgendwas in der Hand sein. Ansonsten war das ein sehr effektives Buch der Verfinsterung. Oh, da kommt er nämlich auch mal sehr, sehr gut, der Topf des Wohlstandes. Der kann jetzt vielleicht eine Black Witch finden, aber was sollte die eigentlich auch tun? Du hast ja den Niedergang des Wohlstandes angekündigt an diesem Wochenende, warst häufig nicht so überzeugt davon, aber ich muss sagen, ich glaube schon, dass die Topspieler da einen wirklich guten Grund gefunden haben, diese Karte jetzt permanent auch eben in das Schlangenaugendeck zu packen. Und Philipp nickt, Philipp weiß, was er möchte. Er weiß, dass er hier die Diabelstar Witch beschwören möchte und das tut er dann eben auch. Und das ist auch tatsächlich eine Karte, die ihm gleich erstmal noch einen weiteren Draw geben wird. Das darf man vergessen, denn da wurde der Topf des Wohlstands aktiviert. Also wird das nicht der Fall sein. Aber
wie kann man jetzt hier weiter hantieren. Das ist auf jeden Fall, wenn man die Black Witch beschwört, dann wird sie noch ein weiteres Wanted setzen können, denn man kann Original Sinful Spoils nicht ins Deck zurücklegen. Wie wir gerade festgestellt haben, Topf des Wohlstandes, Draw Restriction ist absolut vorhanden. Und ich hoffe, dass hier auch nichts versucht wird, denn ansonsten könnte das ganz schnell zu einem Irreparable Game State eskalieren. Aber kommt man denn jetzt noch irgendwie ins Spiel? Man definitiv darf auch verdeckte Karten verschicken, das absolut ist richtig. Und Snake Eyes Diabellstar hat jetzt richtig Bock, aus dem Friedhof in die Zauber- oder Fallenkartenzone gesetzt zu werden. Da ist ein Weg, wie man noch weiterspielen könnte. Man kann nämlich jetzt dadurch zwei Monster aufs Feld bringen und wir können uns jetzt sogar noch ein Wanted setzen. Ich bin der Meinung, Philipp ist hier wirklich immer noch in der Lage, einiges zu tun. Vor allem aber muss man wahrscheinlich ein bisschen längerfristiger noch planen, denn der halbierte Schaden wird hier schon seine Zügel ihm auferlegen. Oh. Ja, und er hat noch nicht normal beschworen. Ja, und das ist nämlich, ich habe Bonfire aktiviert, habe mir Pappel gesucht. Pappel hat dann die Sinful Spoils gesucht und Sinful Spoils hat Esche beschworen. Und jetzt kommt noch eine Normalbeschwörung. Damit hat Erik nicht gerechnet. Er hat gedacht, die Normalbeschwörung wäre schon raus gewesen. Das ist normalerweise auch die Prozedur, die das Schlangenaugendeck durchführt. Aber hier ist es einfach zu viel gewesen, was Philipp bisher hat. Genau so ist es. Und das war, oh Erik, überleg kurz, wenn er da jetzt vielleicht als zweite verdeckte Karte tatsächlich noch so eine Super-Polymerisation haben könnte, dann kann ich schon sehen, wie er sich da vielleicht noch im Spiel halten kann. Aber das wird sich jetzt hier zeigen, denn es kommt ein aus Phönix wie eine Fusionsduplizierung. Ja, und das ist es auch. Und die Karte macht jetzt erstmal gar nichts. Philipp, liest die Karte jetzt nochmal durch mit vielleicht ein bisschen Angst. Oh, hat sie vielleicht noch einen Effekt im Friedhof? Das kann man sich ja wirklich definitiv vorstellen. Aber hier ist es nicht der Fall. Wir haben jetzt einen Link 2 und ein normales Effektmonster. Und das sind so viele Möglichkeiten für Philipp, einfach weiterzuspielen. Und wir benutzen jetzt auch noch den Effekt der Eiche. Können auch endlich unser stärkstes Schlangenaugendeck aufs Feld, Schlangenaugenmonster aufs Feld bringen. Das ist natürlich da der, ist noch, der Flammenstrache. Und ich finde es spannend zu sehen, wie Philipp zwischendurch immer wieder so einen kurzen Blick rüber zu Erik gibt, ihm quasi ein Signal gibt, ich bin jetzt hier der Hausherr, ich will jetzt hier endlich mal in die Top 4 eines Turniers auch einziehen, wenn ich doch sonst immer in den Top 8 scheitere. Ja, und er ist auch jemand, der könnte auch mal unaufhaltsam werden. Wir werden jetzt in Link 3 gehen. Ist das die prometanische Prinzessin oder beschwören wir gleich eine SP-kleine Ritterin? Davon spielen wir doch so viele. Die Frage ist, wie Philipp das hier ausspielen möchte. Denn das Game beenden wird sehr, sehr eng. Du hast es gerade gesagt, der Topf des Wohlstands hat noch eine weitere Restriktion. Und das ist, dass er keinen halben Damage macht nur noch. Und da ist die prometanische Prinzessin. Das heißt, wir verzichten erstmal auf eine Apollosa-Bogen der Göttin. Für den Moment ja, aber vielleicht kommen wir da langfristig gesehen trotzdem doch noch hin. Und die Sache ist ja, es wird wohl noch einen Zug für Erik geben. Und Erik hatte zwar auf seiner Startkarte noch keine Kombination aus Karten, die ihm das Spielen ermöglicht hat. Aber wenn da nur eine Karte dazukommt, die auf einmal eine gute Zwei-Karten-Kombination wieder ergibt, dann kann da auf einmal der Ball ganz schnell wieder ins Rollen kommen. Und deswegen ist es wirklich hier noch lange nicht vorbei. Und da kommt jetzt Silantis auch noch. Und Silantis wird alles hier nochmal rearrange. Und die Schlangenaugen-Esche bekommen wir damit auch zurück in die Angriffsposition. Das ist aber natürlich auch noch nicht ansatzweise genug Damage. Da fehlt auch noch ein Monster, um die prometanische Prinzessin zu triggern. Ansonsten kommt man nämlich auf sehr, sehr viel Schaden tatsächlich. Immer noch nicht auf 16.000, denke ich mal. Aber trotzdem, ich frage mich, was Philipp hiermit bezwecken möchte. Wir werden es sicherlich gleich beantwortet bekommen. Er investiert auf jeden Fall einige seiner Handkarten. Das heißt, abgesehen von dem, was er hier auf dem Feld kreiert, wird wenig Interruption darüber hinausgehen, noch, glaube ich, auf Erik warten. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und ja, Philipp, ja, das scheint so ein bisschen so, als würde er wirklich selber gerade stoppen. Geht jetzt erstmal in die Battleface. Okay. Das heißt, wir machen hier ordentlich Schaden. Dieser ist aber eben halbiert. Und dementsprechend sind wir wirklich noch weit davon entfernt, dieses Spiel auch zu beenden. Ich wollte gerade sagen, dieses Mal würde er tatsächlich noch eine Karte ziehen dürfen durch das Book of Eclipse. Aber der Topf des Wohlstands ist ja sowieso aktiviert. Von daher kann man die auch in Angriffsmodus drehen quasi. Hat sie ja verbannt und dann wieder beschworen. Aber das kann nicht das Feld sein, das Philipp hinlegt wollte. Ja, jetzt guckt er sich seinen Friedhof an. Er ist ja quasi der seinem eigenen Schicksal jetzt erlegen. Er hat sich das da gerade ausgedacht und irgendwie hat er sich vielleicht ein bisschen verrannt und es sieht so aus, als würde er da jetzt in eine Heater gehen und die Heater ist ja dann vielleicht doch noch unsere Möglichkeit, auch noch an Apollosa ranzukommen. Und wir haben den Flammenberg-Friedhof-Effekt noch gar nicht aktiviert. Es wird immer verrückter hier gerade. Wir dürfen jetzt nochmal zwei Monster beschwören. Da ist jetzt kein Effekt mehr, den wir damit triggern können. Aber wir haben noch die Möglichkeit, eine Celine zu bauen. Wir haben nicht mehr ein Hexermonster auf dem Feld. Wir haben die Diabellstar Black Witch im Friedhof. Das heißt, wir können da sehr viel machen. Esche wird jetzt auch nochmal aktiviert. Legt den Tempel dazu auch noch weg. Was soll denn damit jetzt noch beschworen werden, Sebastian, ich kann es dir nicht sagen.
Aber Philipp wird es uns zeigen und tatsächlich beschwören wir einfach noch einen weiteren Flammenwerfer-Drachen. Und ist jetzt hier vielleicht, gehen wir vielleicht hier für die Möglichkeit, dass wir die Snake-Eye-Diabelster aus dem Friedhof beschwören mit der Celine und dann wollen wir Hope Harbinger vielleicht beschwören und eben nicht unsere Appaloosa, weil wir denken, die Karte ist besser gegen das markierte Deck und das ist wahrscheinlich sogar wahr, ehrlich gesagt. Das ist gar keine so schlechte Idee hier, muss ich sagen. Die Frage ist nur, kommt man da irgendwie noch auf einen Battleface-Effekt von Silantis? Was hat der Silantis auf diesem Feld verloren? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Und bekommt man es irgendwie hin, ein Feuermonster am Ende des Spielzugs auf dem Feld zu haben, wenn man den Hope Harbinger noch bauen will? Denn das darf man nicht vergessen. Die Prometanische Prinzessin, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber die Prometanische Prinzessin wiederum auch... Ja, das stimmt. Okay, nur gegen das markierte Deck. Es gibt andere Decks, wogegen sie sehr, sehr viel besser ist. Aber jetzt hier werden wir wohl tatsächlich die Schlangen... Ja, Schlangenaugen-Diabelste, aber doch nicht. Das ist tatsächlich nicht der Weg gewesen. Wir wollten einfach den Flammenwerfer-Drachen da jetzt noch haben, um mit dem Flammenwerfer-Drachen dann eben sicherzustellen, dass dort dann auch noch der Phönix tatsächlich hier in die Zauberfallen-Garten-Zone kommt. Nie eine IP-Maskerena gebaut worden, die man sich da hätte hinlegen können. Und jetzt kommt's drauf an. Ist es die Karte, die du brauchst? Ist es die Karte, die dich im Turnier und hier im Spiel hält? Ist es hier vorbei oder haben wir eine Karte für den Sieg gefunden? Erik sieht trotzdem nicht so wirklich happy aus, aber vielleicht denkt er sich auch einfach nur, es wird immer noch schwierig, durch dieses Feld durchzuspielen. Da ist nämlich noch die Appaloosa und da sind zwei verdeckte Karten, die könnten ihm auch noch das Leben schwer machen. Was, wenn da ein Grab herbeigerufen ist? Wir werden einmal es mehr, sehen. Ja, das Grab wurde wirklich schon... Das kam echt oft. Fast in jedem Match hier irgendwie einmal herbeigerufen, wird es auch hier wieder der Fall sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal markierter Verlust. Das könnte einer der Karten gewesen sein, die der Starter nichts gemacht hat, aber... Was ist hier die Karte, die wir jetzt damit paaren können? Die Karte, die wir vielleicht gezogen haben? Das ist der Fall. Fallen auf Albers wirft Edge im Chain ab. Und das ist erstmal ein dickes Ding. Denn da kann man sich richtig fast mit suchen. Und man darf jetzt den markierten Verlust, darauf kann man die Appaloosa nicht anschauen. Aber wir haben die Infinite Impermanence hier. In der Tat, jetzt können wir den Effekt vom Edge im Chain aktivieren. Das negieren wir mit der Appaloosa. Hat Erik jetzt vielleicht noch einen Triple Tag, die Talents oder auch einen Thrust auf der Hand? Das wäre nämlich ein Weg, zumindest noch dorthin zu kommen. Und es ist, ich glaube, seine letzte Handkarte. Und es sah aus wie ein Fusion Deployment, ehrlich gesagt. Ja, Fusion Deployment, was kann man daraus holen? Ich bin nicht der größte Markiert-Experte, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Da kann man aber einiges mit anstellen mit der Karte. Das haben wir schon öfter mal gesehen. Das riecht doch sehr stark nach Alba Lenatos hier mit dem Flammenberg-Drachen. Aber auch da kann man jetzt direkt erstmal aus dem Friedhof zwei weitere Snake-Eye-Schlangenaugen-Monster beschwören. Das nee, kann man nicht, schön, das ist nämlich der markierte Verlust. Wenn der Verlust nicht da wäre, stark. Ganz genau. Und wir haben schon ein wirklich wundersames Markiert-Spiel vorhin gesehen, als Dimitar Petrov sein erstes Spiel gewinnen konnte in seinem Feature-Match vorhin. Aber auch dieses hier könnte jetzt so eins sein, was aus dem Nichts, aus wirklich einer mieslichen Lage vielleicht doch nochmal seinen Weg ins Glück finden kann. Und Erik ist da wirklich stark am Überlegen gerade. Und aber das ist ja das Schöne, dass er zumindest nochmal die Chance bekommt, weil jetzt im ersten Zug war er wirklich niedergeschlagen. Jetzt darf er zumindest nochmal die Gehirnzellen anstrengen, sich vielleicht hier nochmal einen Weg finden in dieses Spiel. Alba Lenatos darf beide Monster angreifen. Und? Muss er das denn aber? Und wir haben ja noch einen Albion. Wird erst einmal gesucht, auch nicht verkehrt. Man muss sich wirklich fragen, warum ist der Silantis auch dort? Ne? Weil der Silantis könnte ja tatsächlich sogar gecolinkt sein mit der Appaloosa. Ja. Aber ist er nicht? Es wurde einfach um Anima rumgespielt vorher. Man wollte ihn nicht in die beiden Zonen legen, auf die Anima direkt zeigen könnte, ist aber wirklich kein Thema gegen das Markierte. Eben, deswegen. Aber wir können uns jetzt erstmal der Appaloosa entledigen. Und Erik liest selber nochmal nach. Das, was du gerade schon den Leuten gesagt hast, realisiert auch er jetzt. Und er kann auch noch, wenn er das dann möchte, auch den Silantis angreifen. Und ein weiteres Mal ist da kein Feuermonster mehr. Natürlich hatte man eigentlich erst eins mit dem Flammenbergdrachen, aber... Trotzdem wird jetzt erstmal über den Silantis gerannt. Alba Lenatos hat auch 2500 Angriffspunkte tatsächlich. Deswegen geht er sogar in den Friedhof, will jetzt aber dafür sorgen, dann auch, das dass auch er wichtig. In der Endphase da vielleicht auch sogar dann eine markierte Fusion endlich suchen darf. Und jetzt wird auch noch Fusion Deployment aktiviert. Jetzt geht's doch hier vielleicht wirklich nochmal in die Vollen. Philipp hat sich schon in Sicherheit gewogen, hat schon gegrinst, hat mit dem Kopf genickt, als er sich diesen zwei verdeckten Karten gegenüber gesehen hat. Und auf einmal ist es Erik, der hier keine Monster mehr auf der gegnerischen Spielfeldseite sieht, der vor allem auch kein einziges Feuermonster, der mal irgendwie beachten muss, was er umspielen muss, wegen einer
romitanischen Prinzessin und er beschwört jetzt hier erstmal seinen Gran Guignol. Kommt er doch nicht durch den Fluch durch. Philipp Weidinger, der hier das Spiel quasi in der Hand hatte, aber er konnte durch den Topf des Wohlstandes ein weiteres Mal nicht das Spiel in diesem Zug gewinnen. Und im Endeffekt hatte Erik keine unspielbare Hand. Er hatte einfach eine Hand, mit der man Going Second mehr machen kann. Nämlich dadurch, dass man den vollen auf Albers-Effekt aktiviert. Oh, und jetzt haben wir die Retribution reingesendet. Und da ist natürlich auch der Albion immer noch im Friedhof. Neun in der Hand sogar. Das bedeutet, wir können jetzt tatsächlich einfach die Branded Fusion in den Friedhof legen und es dann mit der Retribution sie wieder auf die Hand nehmen. Von daher könnte wirklich es sogar in diesem Zug noch der Fall sein, dass Erik die beste Karte seines Decks dann doch noch eben aktivieren darf. Da ist noch eine Handkarte auf der Seite von Philipp Weidinger. Kann es die Aschenblüte und Freudinger Frühling sein? Oder kommt Erik hier wirklich durch und kann die markierte Fusion gleich resolven? Retribution wird verbannt, aktiviert. Markierte Fusion geht auf die Hand. Philipp wartet auf sein Schicksal hier. Markierte Fusion wird aktiviert, wow. Er nickt es ab! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne irgendwelche Interaktion ist der gesamte erste Zug von Erik abgelaufen. Und jetzt auf einmal kommt er hier so richtig ins Rollen nochmal. Dieses Branded Deck ist nicht ohne Grund auf einmal hier so stark vertreten in den Top 8. Erik Töppel, auch einer der besten deutschen Spieler. Er ist ein absolutes Biest, hat natürlich im Dragon Duel vor Jahren schon gezeigt, was er kann. Aber er sagt auch mal wieder, hey, ich bin ganz oben mit dabei. Auch bei den großen Jungs, zu denen ich mittlerweile auch einfach gehöre. Diesmal absolut. Sogar einen sehr, sehr guten Run in der amerikanischen YCS gehabt sogar. Auch das, ganz genau. Und da eben natürlich auch schon mit diesem markierten Deck. Der ist wirklich in den letzten Wochen und Monaten immer mit diesem Deck unterwegs. Und stimmt, den Auftritt da in Amerika habe ich sogar fast vergessen gehabt. Der ist wirklich nicht nur auf Regionals, sondern eben auf einer YCS auch schon in letzter Zeit sehr, sehr stark damit unterwegs gewesen. Ich glaube, Top 8 war da tatsächlich bei ihm Schluss. Und das hoffen wir natürlich nicht, dass jetzt dieses Wochenende wieder Top 8 ist, wo für ihn Schluss ist. Aber das hoffen wir eigentlich für beide Spieler nicht. Das ist der schwierige Punkt gerade. Ja? Beide Spieler sollen eigentlich weiterkommen. Ich mag eigentlich alle von den Top 8. Von daher kann man es da jedem wünschen, dass sie nochmal gewinnen. Albion wird jetzt Gran Guignol und den Fallen auf Albers verbannen. Jetzt ist die Frage, wie Erik noch weiterspielt. Was kann er da rausholen? Wir haben schon bei Dimitar gesehen, dass der aus einer markierten Fusion, obwohl er sonst nichts hatte, extrem viel rausgeholt hat. Und hier ist ein Albion, der Sanctifier, der Heiligfeuerdrache. Und der beschwört den Bestial Rebellion. Na, tut er nicht. Der Bestial Rebellion, der Abgeheuerliche, beschwört sich selber in der Albion. Und da kommt die Biro, das Urwesen. Oh, das kommt jetzt unvorhergesehen. Die letzte Karte war keine Aschenblüte, aber ein Nibiru. Auch interessant zu sehen, dass Philipp die Karte noch in seinem Main-Deck behalten hat gegen eben das Markiert-Deck. Weil normalerweise ist die Karte so lala dagegen, aber er hat sich dafür entschieden, dass sie auf jeden Fall gut genug ist, um dort weiterhin in seinem Deck zu bleiben. Und sie kam auch sehr, sehr stark gerade. Das Ding ist nur, Erik hat natürlich noch die sogenannte Main Phase 3. Ja? Er hat noch die Endphase, in der er sehr, sehr viele Ressourcen generieren kann. Das Ding ist aber auch bei Philipp, die Ressourcen, die er hat im Friedhof, sind extrem wichtig. Original Sinful Spoils konnte nicht ins Deck zurückgemischt werden aufgrund des Topfes des Wohlstands, der dieses Spiel wirklich komplett verrückt gemacht hat anscheinend. Und da ist immer noch Wanted. Das heißt, was Philipp gleich machen kann, nachdem er in der Draw Phase eine Karte gezogen hat, er kann sich erst eine Schlangenauge Esche aus dem Deck auf die Hand suchen, was ja schon mal phänomenal ist, und kann dann die Sinful Spoils wieder ins Deck zurückmischen, um noch eine Karte zu ziehen. Das heißt, er wird von Anfang an in seinem Game auf 3 Handkarten sein, obwohl er jetzt gerade gar keine mehr hat. Erik muss dem was entgegensetzen, hat den Albion in seinem Friedhof, der wird ihm nochmal in Rot markiert aufs Spielfeld setzen können, und er hat noch Alba Linatus, der ihm auch nochmal eine markierte Fusion auf die Hand geben kann. Follower ist bei beiden da. Ja, definitiv. Und man darf auch nach wie vor nicht den markierten Verlust das ist der Endphase vergessen, der ja auch wirklich den Gegner extremst einschränkt. Und ja, wir haben alle Monster dort vom Feld genommen, aber wir haben eben auch den Token gegeben. Das heißt auch, eine Wächterchimäre kann noch mit diesem Token eben arbeiten. Die Cartesia kommt zurück auf die Hand. Erik ist wirklich am Frohjauchzen, dass er hier nochmal so teilhaben darf an diesem Match, nachdem es so schlecht begonnen hat hier im zweiten Spiel. Die Cartesia ist da auch wirklich wichtig, denn ansonsten, wenn du keine einzige Karte auf der Hand hast oder sonst was, dann musst du ja auch einfach noch ein Monster haben, sonst bringt in Rot markiert auch gar nichts. Jetzt liest Erik selber nochmal sowohl markierten Verlust als auch seinen eigenen Alba Linatus. Bringe ich euch den auch nochmal auf den Bildschirm. Und es scheint mir jetzt aber wirklich so, als wäre das vielleicht jetzt das Ende des Zuges. Ja, wir gehen nochmal ganz sicher. Alba Linatus. Ja, die das beiden scheinen da was zu diskutieren. Zumindest die Endphase, ne? möchte man sagen. Übrigens, in Rot markiert ist in die unendliche Unbeständigkeitszone gesetzt worden. Nicht, dass das einen Unterschied macht, aber ich wollte es mal kurz anmerken.
Fair, fair. Diesen Zug ist hier apropos noch nicht Endphase. Ja. Soll ich dir was sagen? Endphase war es auch in Verteidigung des Titelsprojekts von Dinka Bui. Oh. Denn Dinka Bui ist soeben ausgeschieden gegen Julius Schwarzkopf an den Tischen des Main Events, die parallel natürlich noch laufen. Julius Schwarzkopf kann etwas Unglaubliches schaffen. Er ist jetzt in den Top 4. Er könnte in einer Season ein YCS-Champ und ein National-Champ werden. Genau so. Wie oft gab es das vorher schon? Sehr, sehr selten. Das ist wenn auf überhaupt jeden Fall klar. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Albadinatus an. Irgendwas muss da dem Erik Kopfzerbrechen bescheren. Was ist denn hier gerade das Problem? Weil wir können gemeinsam ja nochmal den Albadinatus uns angucken. Und also beide Spieler haben nochmal den markierten Verlust und Albadinatus gelesen. Ja. Was genau könnte da jetzt vielleicht das Problem an diesen beiden Karten im Zusammenspiel sein? Cannot be used as fusion material ist nicht passiert. Ah, da sind wir wieder. Ja, wir lesen jetzt hier mal ein bisschen, ja? So. Must be either fusion summoned or special summoned by sending the above cards from any monster zone to the GY. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. This card can attack monsters in numbers of times. So. Und wir haben, es gab einen Spielfehler, also der Gameset wird jetzt erstmal resettet. Ja, aber lass uns doch nochmal weiter herausfinden, was der Spielfehler gewesen sein könnte, kann die Judges da dabei sind. So oft angreifen, wie Materialien dafür benutzt wurden. Das waren vorhin auf Albers und der Flammenberg. Absolut, zwei Angriffe haben wir gesehen, supi-dupi. Once per turn during the end phase, if this card is in the GY, because it was sent there this turn, you can add one polymerization normal spell or fusion normal spell from your deck to your hand. Habe ich noch nicht passieren sehen. Aber das kann ja auch wohl nicht der Fehler gewesen sein. Was war denn mit dem Heiligfeuerdrachen? Vielleicht tatsächlich Nee, der wurde einfach nur Nibiru. Der markierte Verlust, der wurde sich da ja auch angeguckt. Ja. Und ich glaube, es wurde gesagt, also der wurde ja auf jeden Fall, es wurde bezweckt, dass der Effekt vom Flammestrachen sich nicht aktiviert hat. Ja. Das war ja im Endeffekt das. Ist vielleicht die Fusionsbeschwörung von Albadinatus, dadurch, dass es so eine besondere Kontaktbeschwörung ist, keine Fusion. Must be fusion summoned or special summoned by... So. Da haben wir den Salat. Das könnte es natürlich sein. Es ist ein Fusionsmonster, was da aus dem Extra-Deck beschworen wird, was dann ja im Normalfall immer heißen würde, dass es wahrscheinlich auch eine Fusionsbeschwörung ist. Aber war es da in dem Fall eine Fusionsbeschwörung? Das ist vielleicht die Krux gerade an der Sache, weshalb wir das Ganze nochmal durchdenken müssen. Denn Albadinatus sagt, glaube ich, wirklich im eigenen Effekt, dass sie eben sich nicht fusionsbeschwört, sondern dass sie sich spezial beschwört und hat eben. Ich glaube tatsächlich auch, weil es muss durch einen Effekt passieren, die Fusionsbeschwörung. Ja. Und das ist ja, es ist ja der Effekt von Albadinatus, aber es wird nicht durch einen Effekt durchgeführt, sondern die Spezialbeschwörung passiert einfach. Tatsächlich. Also wir haben uns ja wirklich jetzt eigentlich das ganze Wochenende ohne irgendwie größere Unterbrechung an unseren Feature-Match-Tischen durchgekämpft. Muss auch mal sein. Von daher ist es ja auch mal an der Zeit, dass wir vielleicht mal irgendwie genau das Bingo einmal abhaken dürfen. Ja. Und natürlich haben wir da ja auch kompetente Schiedsrichter, die jetzt die Situation nochmal aufgegriffen haben. Und ich habe auch schon gesehen, der Head Judge ist auch schon jetzt mittlerweile an den Tisch übergegangen. Das heißt, ihr kennt das sicherlich schon, wenn ihr schon mal so eine Berichterstattung gesehen habt, da ist das normale Prozedere. Die Schiedsrichter sehen eine Situation, die sich vielleicht auch nochmal der Kopfschiedsrichter, der Headjudge, anschauen sollte. Und deswegen wird der jetzt da auch nochmal seine absolute und endgültige Meinung zu geben. Und währenddessen sind wir für euch da und können nochmal ein bisschen erzählen. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, Dinka Bui nicht mehr dabei. Also wird es kein Chimäre-Deck werden, weil ja auch sein Brother in Crime, sein Deckbaupartner Jack Wermer schon in den Top 16 gefallen ist. Und die anderen beiden Tische, da wird tatsächlich noch gespielt. Dominik gegen Dimitar sind auch noch fleißig dran. Ist dasselbe Matchup wie hier übrigens. Es ist einfach ein pures Snake-Eye-Deck gegen das Markiert-Deck. Und am anderen Tisch sitzen Kevin Cutter und Nils Fischer, die auch noch ordentlich am Spielen sind. Aber ich möchte noch mal eine Sache sagen. Also wenn wir jetzt in der Situation sind, wenn wir noch mal kurz zum Spiel hier zurückgehen. Wir haben ja gesagt, das ist ein Nailbiter. Ja. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr eng und war komplett unmöglich für uns eigentlich, dass Erik sich dann nochmal den Weg zurückholt. Ja, absolut. Was passiert denn hier, wenn sein Gegner jetzt noch so viel mehr Ressourcen bekommt, dadurch, dass der Flammenbergdrache triggert? Da ist nämlich dann auch noch die prometanische Prinzessin, die auf einmal live ist. Das ist einfach nochmal eine Interruption. Da ist dann auch noch der Raging Phoenix, der sich auch noch zurück spezial beschwören kann. Und das eröffnet erstens natürlich mehr Möglichkeiten für Philipp, aber auch mehr Optionen für Erik, denn das Deck ist Going Second ziemlich gut, hat viele Interaktionen mit den anderen Decks. Ich glaube tatsächlich, wir könnten vielleicht sogar, wir können nicht auf die Beschwörung von dem Albadinatus schon unsere Prinzessin aktivieren, weil da das ist ja dann zu dem Zeitpunkt kein Feuermonster, aber dann eben zu einem späteren Zeitpunkt, auch auf die Cartesia wäre es ja nicht so besonders gut gewesen, weil die chain sich dann einfach an, das wäre auch nicht so relevant gewesen. Den Sanctifier Dragon kannst du gar nicht zerstören. Kannst und du nicht der anziehen. Wurde auch durch den von mir aus. Und ich glaube, der kann sogar auch nicht durch Effekte zerstört werden. Vielleicht habe ich mir das auch komplett ausgedacht. Aber
Ich meine, der wurde ja auch erst durch die markierte Fusion beschworen. Also, wir rewinden gerade noch. Ich weiß nicht. Nee, das sind viel zu viele Karten, die Erik gerade in der Hand hat. Wir haben immer noch unseren zweiten Bildschirm hier, auf dem das ist. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir euch gut updated halten. Aber da wird auf jeden Fall noch fleißig dran gearbeitet, dass wir den Game State reparieren können. Auf jeden Fall wird das ein harter Kampf für Erik. Definitiv. Es wird nicht einfacher dadurch, dass er jetzt noch diese Situation hat, mit der er sich beschäftigen muss. Und tatsächlich ist es aber schön zu sehen, dass da eben gerade zurückgespult wird. Wir können zwar nicht auf den Knopf drücken und einfach zurückspulen, könnten wir auch, aber dann wird sich das nicht ganz mit der Realität vereinen wieder. Aber deswegen können jetzt gerade die Schiedsrichter sicherstellen, dass wir da zu dem Zeitpunkt zurückkommen, wo eben noch alles genau richtig abgelaufen ist. Und das ist auch schön zu sehen, dass hier gerade in so einem wichtigen Spiel, in so einem Spiel so tief im Turnier drinne, dass auch wirklich versucht wird, genau das noch zu machen. Weil es gibt natürlich auch Situationen, wo dann vielleicht auch solche Situationen zu einem Spielverlust führen würden, zu einer Spielstrafe. Es scheint aber so, als würde hier gerade wirklich sichergestellt werden, dass wir eben doch noch weiterspielen können und dass wir in so einer brenzligen Situation hier gerade wie den Top 8 der deutschen Meisterschaft eben nicht durch so eine Spielstrafe das Spiel entscheiden. So eine Spielstrafe kann ja auch dadurch kommen, dass man zweimal dasselbe Warning bekommen hat. Das wäre dann ein Procedural Error. Richtig. Und den scheint Erik noch nicht bekommen zu haben, dieses Turnier. Vorbildlich natürlich. Man merkt deine Schiedsrichtererfahrung. Ja. Richtig, genau. Ich habe nämlich auch schon mal die Deutsche Meisterschaft Geschiedsrichter und die YCS Düsseldorf. Mensch. Die erste oder die zweite? Die zweite. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Tatsächlich habe ich die gespielt. Da habe ich deine Lieblingskarten auf den Tisch geworfen. Da habe ich tatsächlich. War eigentlich auch mein Plan. Da habe ich tatsächlich die Lilibell häufig gezogen. Ach, die? Ja, diese Lieblingskarten. Hast du dann Trickster Skystriker gespielt? Ja, habe ich gespielt. Ach, das war ein schönes Deck. War ein schönes Deck. War dem zu dem Zeitpunkt nicht mehr so besonders gut, hatte ich das Gefühl. Hat auch nicht so geklappt in der Praxis. Da haben wir doch noch in der YCS Bologna haben wir doch noch eins ganz gut performen sehen, oder? Tatsächlich, das war auch cool. Das war sehr, sehr cool, in der Tat. Aber im Großen und Ganzen, du natürlich, wie du gerade sagst, mit Schiedsrichtervorerfahrung, auch ich habe damals viel geschiedsrichtert. Auch unsere Kennenlern-Story beruht ja so ein bisschen zusätzlich. Ich meine, wir hatten nochmal ein intensiveres Kennenlernen, als wir dann uns hier gemeinsam im Booth nochmal ein bisschen unterhalten durften. Mittlerweile schon so, ein großes bisschen unterhalten durften. Eben. Aber tatsächlich, unsere Kennenlern-Story für die Leute, die es zu Hause noch nicht kennen, war ja tatsächlich so, dass ich im Deckcheck-Team unterwegs war als einer der Schiedsrichter. Und dann kam mir da ein gewisser Leonard König unter und ich habe mir sein Deck angeguckt und dann musste ich nochmal genauer hinschauen. Nein, es war natürlich nur ein Versehen, was hier unterlaufen ist. Da war eine kleine Spielstrafe, aber die durfte ich dir dann überbringen und da hast du dann tatsächlich schmunzeln müssen und von da an war das eine kleine... Ich weiß noch, da musste ich noch zu den Händlern laufen und mir drei Domänen der wahren Monarchen ganz besorgen. Ganz genau, ja. Und die habe ich dann auch bekommen. Dann habe ich eine Spielstrafe bekommen und dann später gegen den Drittplatzierten habe ich dann noch 2-1 gewonnen. Aber ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass das Spiel wahrscheinlich weitergeht. Also lass uns da gar nicht mehr so drüber schnacken. Wir haben eine Time-Extension, die auch dabei ist. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder rüber zum Tisch. Wie wäre es damit? So. Auch 10 Minuten wurden der Uhr hinzugefügt. Ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen. Da wurde einfach natürlich, weil der Judge Call ein wenig gedauert hat und auch auf dem Tisch sieht man dort die Minuten. 9 sind es da, wie ich gerade sehe. Da ist ja das schön noch zu sehen, auch wenn es kaum zu erkennen ist. Und wir sind zu dem Zeitpunkt zurückgekommen, dass wir hier eben den Effekt von unserem Flammenbird-Drachen aktivieren können, dürfen und diesen auch resolven. Genau, jetzt Erik überlegt, was kann ich denn jetzt überhaupt noch groß veranstalten? Jetzt sind wir hier wieder an diesem Punkt und Erik sieht fast so missmutig aus, als würde er sofort aufgeben wollen, nachdem wir jetzt hier wieder sind. Das wäre schon eine sehr, sehr witzige Abfolge von Ereignissen, aber wir rennen einfach nur über Apollosa und Erik schüttelt den Kopf, weiß nicht mehr so ganz genau, was er jetzt machen soll. Es wird sich einfach weitergespielt, nur dass wir hier noch Eiche und Pappel haben. Kann auch einen Unterschied machen noch. Also ziemlich großen, sind zwei Monster, mit denen Schlangenauge einfach spielen kann. Und jetzt wissen wir natürlich, Eriks letzte Handkarte ist die Fusion Deployment. Sie wurde ja quasi schon ausgespielt, aber jetzt sind wir eben zurückgeworfen zu dem vorherigen Zeitpunkt, wo sie noch nicht ausgespielt wurde. Und jetzt auch aufpassen, Erik. Da ist es lange her gewesen, dass da die Unbeständigkeit aktiviert wurde. Nein. Aber es war nicht in dieser Zone. Und oder war es das? Nein, war es nicht. Nein, die war neben Phoenix. Doch. Nein? Oh Gott. Erik schmeißt sein halbes Deck jetzt hier einmal über den Tisch. Aber er ist jetzt tatsächlich dabei und sucht... Doch, es war die Zone, Leo. Die Karte ist annulliert gewesen. Und wir sind in der Endphase und suchen uns jetzt hier die markierte Fusion. Und Philipp sucht sie sofort auch in der Endphase. Dort seine Black Witch. Und das sieht jetzt super gut wieder aus für Philipp auf einmal.
Philipp lacht sich da noch einen weg, ist froh, dass ihm das noch am Ende aufgefallen ist. Oder ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber dass es auf jeden Fall noch bemerkt wurde, dass wir hier das Spiel auch vernünftig durchführen können. Jetzt wird, wie schon vor ungefähr 15 Minuten angekündigt, erstmal wieder ein bisschen die Diabelstar Engine recycelt. Die Original Sinful Spoils Engine eher. Und jetzt kann Philipp ganz entspannt aufspielen. Diese Runde kann er auch ordentlich Schaden machen. Wir sind jetzt schon fast dabei, dass er Game hat. Er hat schon 2500 Schaden auf dem Feld. Plus der Eiche. Und es geht ran. Und der Diabelstar-Angriff kommt durch. Philipp kommt weiter in die Top 4 und bricht seinen Fluch. Philipp Weidinger neben auch unserem Julius Schwarzkopf, jetzt damit eben dabei in den Top 4, einer der vier verbleibenden Namen, die eben die großartige Chance, die einzigartige Chance haben, unser deutscher Meister zu werden, sich in die Historie von vielen klangvollen Namen einzureihen und eben auch seinen ersten Titel da mal auf die Liste zu setzen. Weil da sind schon wirklich viele Tops, die da mittlerweile sich anstapeln auf seinem Resümee, aber der Titel, der fehlt ihm noch. Also das war doch mal ein wilder Ritt, also sehr lange Rekonstruktion des Game States, um dann zu merken, ey, das reicht eigentlich, dass ich direkt verliere, beziehungsweise das Fusion Deployment, das dann auch in die unendliche Unbeständigkeitszone gespielt wurde. Das hat fast schon einen sehr guten komödiantischen Effekt gehabt da am Ende. Aber Philipp hat das natürlich auch absolut verdient gewonnen. Er ist ein Top-Spieler Deutschlands. Wir haben es so oft schon in den Top 8 gesehen. Wir haben ja jetzt jedes Jahr seit einigen Jahren diese Situation, dass die Spieler einmal der Top 8 vorgestellt wurden und kurz interviewt werden. Und da haben wir Philipp auch schon häufig oft sehen können. Sehr, sehr oft, definitiv. Und jetzt könnte es tatsächlich heute sein Tag gekommen sein. Es könnte wirklich der Moment für ihn sein. Nur noch zwei weitere Matches muss er bestreiten, wenn er der deutsche Meister werden möchte. Und das will er mit Sicherheit. Er hat zwar in seinem Top-8-Interview gesagt, ich halte mich zurück, ich halte mich noch bedeckt, aber jetzt, wo er diesen Stein natürlich überwunden hat, jetzt, wo er tatsächlich jetzt dieses eine Match, was er sonst immer verloren hat, doch gewinnen konnte, jetzt sind, glaube ich, alle Feuer für ihn offen. Ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn er jetzt gerade schon gesagt hat, er will es nicht jinxen, dann würde ich bei der Top 4 nicht damit anfangen und jetzt sagen, dass ich definitiv der Champion wäre. Aber das ist ja nur meine persönliche, bescheidene Meinung. Ich glaube, dass Philipp da vielleicht eine andere haben könnte. Wir werden es gleich auf jeden Fall von ihm hören. Wir bereiten gerade das Interview vor und tatsächlich haben wir es jetzt auch direkt vorbereitet. Wir geben es mal rüber zu Maria und Philipp. Dankeschön, Leo, ans Weitergeben. Dankeschön, Leo und Sebastian, an diesen tollen Cast. Ihr habt das auch super überbrückt. Ja, du hast, wie eben schon gesagt, deinen Fluch gebrochen. Wie geht es dir? Ja, war ein bisschen komisch, das Match, weil wir uns nicht sicher waren mit der Interaktion mit Branded Lost. Aber trotzdem, dadurch, dass wir es repaired haben, alles gut. Hat gepasst, ich bin glücklich. Gerade eben wurdest du an der Treppe abgefangen und es wurde gesagt, oh, was machst du mit meinem Herzen, worum ging es da? Ja, die Interaktion, genau was ich gesagt habe, dass auf die Summon, dass ich da also den Effekt nutzen kann. Und wir haben mit Pot of Prosperity einen OTK ausgehandelt, den ich nicht hinbekommen habe, weil ich als erstes die Backrow clearen wollte. Und dann habe ich das Feld so angeschaut und habe gesehen, dass da kein OTK geht und war mir so, Hilfe, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen waren die Jungs, glaube ich, ein bisschen geschockt, aber ist ja doch mal gut gegangen. Ja, es ist aber noch die eine Sache, wenn man halt von außen drauf guckt, die andere, wenn man halt selbst mitten in dem Spiel drin ist. Ne? Es gab ja auch einmal den Moment, wo, glaube ich, recht unsicher war, ob du schon eine Normalbeschwörung gemacht hattest. Du hast sie dann erst recht spät gegen Ende hin gemacht im zweiten Game. Waren das von dir Mindgames? Nee, das ist kein Mindgame. Wir haben ein Spreadsheet gemacht mit verschiedenen Kombos. Und wenn wir Bonefire und den Oak haben, dann kann man da relativ sicher durch Nibiru spielen. Ich wusste nicht, ob er irgendwelche Handtraps im Main-Deck hat. Und dann dachte ich mir, wenn ich nach Nibiru trotzdem noch was Gutes hinlegen kann, dann wird das schon reichen. Ich habe das Matchup gegen Branded auch relativ viel getestet. Und ich fand einfach, dass das so am besten gespielt war. Es hat ja auch funktioniert. Es war so am besten gespielt. Du hast gewonnen. Du bist in der Top 4. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wir gehen rein in die Pause. Es geht auch direkt bald weiter.